Das war für mich einer unserer besten Spiele. Und wir können trotzdem aus dem Spiel das Selbstvertrauen nehmen für das Spiel gegen Hannover. Auch wer gegen Dortmund 3-2 gewinnt und in Gladbach so gut spielt und eigentlich nur einen Punkt mitnimmt, der kann sagen, dass man auch Hannover zu Hause schlagen kann. Aber das war das Einzige, was ich eigentlich auszusetzen habe bei dem Spiel, dass wir natürlich den Elfmeter nicht genutzt haben und die Kontersituation nicht zum Abschluss gebracht haben. Also da kann man zwei, dreimal besser spielen. Ich teile natürlich nicht die Meinung einiger Spieler von uns, dass das Amateur war. Nein, es war nicht super gespielt, es war nicht gut gespielt, diese Kontersituation. Aber nicht mehr und nicht weniger. Die muss man einfach noch mehr nutzen. Ja, zum 3-1, dann ist das Spiel auch entschieden. Wir wollen unser Spiel machen hier. Ich glaube, wir sind stark genug im Moment, unser Spiel zu machen. Und wir wollen sehen, dass Hannover auf uns reagieren muss. Und das sollte unser Ziel sein, allgemein. Wir werden sicherlich nicht irgendjemanden abstellen für irgendeinen Spieler. Wie gesagt, wir werden unser System durchziehen. Wir werden sicherlich, jeder bekommt ja für seinen Gegenspieler ein individuelles Video. Das passiert aber nicht nur bei Husti, das passiert bei jedem anderen auch. Und so, dass er sich auf diesen Gegenspieler genau einstellen kann. Aber wir werden sicherlich nichts umstellen für Husti. Wir wollen hier wieder die Zuschauer begeistern, so wie im letzten Heimspiel gegen Dortmund, den wir Dortmund schlägt zu Hause. Der braucht auch jetzt nicht unbedingt Angst haben vor Hannover, aber großen Respekt natürlich.